Wo ist es denn? Rollen. Rollen da. Rollenspiel. Rollenspiel. Nee, Action. Action muss Hauptgenre sein. Action, 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 Action. Nein. Action ist jetzt schon beliebt? Echt? Dann machen wir ein Action-Rollenspiel. Das können wir gut. Das muss top werden. Das machen wir als MMO. Lead Designer. Lass mich kicken. 93, jo, kann Jade bleiben. Und dann lass mal gucken. Action-Rollenspiel. Cybertoon. Teenager. Rollenspiel. Was zu Erwachsenen. Ich würde gerne für beide machen, aber ich. Naja gut, wenn Teenager das spielen, dann können das auch Erwachsene spielen, ne? Was? Witcher? Was ist Witcher? Hab ich auch noch nie gehört. Ja, natürlich. Also hier sind viele. Hier Cybertoon zum Beispiel. Ist ein Action-Adventure. Ist halt von Tomb Raider inspiriert. Classic Warfare ist hier Modern Warfare. Blaubart habe ich mir selber ausgedacht. Die diebische Elster ist so ein bisschen von Thief. Das hier brauchte ich einfach nur einen Namen. Das, die Rache des Cybermanfreds war ein Vorschlag aus dem Chat. Drachenkalle ist eine Anspielung auf Skyrim. Flucht in die Karibik ist eine Filmanspielung. Modern Racer habe ich einfach nur, ja, ne? Hier Pfeife 92 und Pfeife Manager 92 ist ganz klar, ne? FIFA. Ich weiß, es gibt keinen FIFA-Manager, aber es gibt Fußball-Manager. Ist halt auch eine Inspiration. School of Words war Auftragsarbeit. Scribble Jump, da dachte ich mir nur, musst du irgendwas rausrotzen, irgendeinen Scheiß, gucken, was passiert. Und Swarms ist angelegt oder angelehnt an Worms. Ist aber auch super durchgegangen, weil da geht es um Würmer und Schiffe. Aber als Denkspiel, ne? Wobei Worms ja mehr so Strategie ist, ne? Strategie, Spaß, Spaß, Strategie und so. Und wir müssen jetzt erstmal das Hauptgenre, ist halt Action. Das heißt, da müssen wir dann halt. Action geht halt an die Teenager. Action geht an die Teenager. Können dann auch Erwachsene spielen, ist nicht das Problem. Und zu Action passt dann Cyberpunk und Fantasy. Jetzt müsste ich wissen. Mist. Warte. Muss ich einmal ganz schnell in die Marktforschung gucken. Haustiere. Ein Action-Haustierspiel wäre ganz gut, aber naja, das wird, glaube ich, eher schwierig. Hier müssen wir unendlich reinhauen. Das wird ein AAA-MMO. Ja. Ich glaube aber, das machen, glaube ich, viele bei dem Spiel, ne? Also zumindest keine. Also alle, die nicht Game-Neulinge sind und ich spiele schon mein Leben lang irgendwelche Spiele. Von daher. Ist halt ganz nett. So, der graue Hexer online nennen wir das einfach. Der graue Hexer online. Machen wir ein MMO draus. Und zu Action. Lass mal gucken. Cyberpunk, ja. Fantasie. Okay. Haben wir nur Cyberpunk und Fantasie. Ja, dann bleibt. Dann machen wir Cyberpunk und Fantasie, ne? Machen wir Fantasie Cyberpunk oder? Na, der graue Hexer, da passt, glaube ich, eher Fantasie dazu, ne? Als Hauptthema. Zum grauen Hexer. Wobei ich bin mir ziemlich sicher, dass der Titel keine große Rolle spielt. Ach, guck mal hier. Nee, der graue Hexer ist ja auch Fantasie und Cyberpunk. Genauso wie Cybertoon, ne? Ja, nice. Dann können wir. Warte mal, was hatten wir denn da als Hauptgenre? Als Hauptgenre hatten wir Fantasie einmal und. Fantasie zweimal. Okay, ja, dann easy. Fantasie. Bei Action hatten wir Cyberpunk und Fantasie. Wir können auch Cybertoon online machen. Aber Cybertoon ist ein Action-Adventure, ne? Können wir aber auch gut, Action-Adventure. Wenn mich nicht irre. Ja, siehst du, guck mal, Action-Adventure geht auch ab wie die Luzi. Aber wir bleiben mal bei Action-Rollenspiel. Wir können rein theoretisch, wenn die schnell sind in der Entwicklung, können wir dann auch noch ein Cybertoon online machen.
Also gefühlt, die MMOs, die lohnen sich auf jeden Fall. Und da machen wir einfach wieder einen Klassiker draus. Auf die Beschreibung verzichten wir mal wieder. Dann machen wir dafür unsere Action Engine. Ist richtig, ne? Action, ja, easy. Und dann müssen wir natürlich gucken, nur Online-Plattformen. Das heißt, für die Sunny Game Station müssen wir dann sowieso... Guck mal, der Marktanteil, der geht langsam hoch, glaube ich, mit 0,4. Guck mal, den Sieger Uranus können wir mit reinnehmen. Der Macintosh, der verliert langsam an Markt. Hat aber eine hohe Technologiestufe, das wäre eigentlich ganz nice. Wir decken nicht so viel Marktanteil ab, aber... Was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Oder gibt es schon wieder irgendwas Neues? Ne, nix online, nix zu unserer... Die PlayX. Ist das die Xbox? Soll das die Xbox sein? Und das hier sieht aus wie ein CD-Spieler. Nicht wie eine Konsole. Hier ist wieder eine Sieger Playgear. Also einiges kenne ich auch, aber auch nicht alles. Fruchtquake. Moin. Hallo. Und oha. Wir haben gar keine Erfahrung mit den Engine-Features. Uftata. Wir könnten auch eine 3 machen, aber mit, guck mal, die 3D-Voxel-Grafik, die haben wir so übersprungen. Die ist nie passiert bei uns. Grafik 500, Grafik 600. Wir könnten die primitive... Nee, komm, wir machen die moderne. Nützt ja nichts. Wir müssen ja lernen, das hilft immer nichts. So, Kopierschutz, gibt's was Neues. Seku-Disk, boah, kostet 50.000. Der lenkt mich fett. Ist aber besser, wir sind immer up-to-date. Hat ja was Neues. So, gibt's hier Anti-Cheat, gibt's nichts Neues. Brauchen wir aber, ist ja ein MMO. Okay. So, jetzt müssen wir Rätsel raten. Hier müssen wir auf 6. Und hier auch. Und dann müssen wir gucken, Action, wie viele Action-Spiele haben wir? 2 haben wir, da müssen wir lernen. Lernen. Cybertomb und die Rache des Cybermanfreds. Okay, bei Cybertomb hieß es erstmal 10, 40, 30, 20. 10, 40, 30, 20 und hier auch 10, 40, 30, 20. 10, 40, 30, 20. Alle Sprachen rein und jetzt müssen wir gucken. 6, 6, okay. Zufrieden. Grafik ist geil, Sound ist geil, Steuerung ist geil. Mehr Optik und mehr Content. Mehr Optik und mehr Content. Hatte ich vorher hier 3. Mehr Optik und mehr Content. Okay, dann... Lass mal noch weiter gucken. Mehr Optik, mehr Content und mehr Spieltiefe. Spieltiefe war vorher bei 7. Mach ich mal auf 3 und dann müssen wir gleich mit dem zweiten vergleichen. Nämlich hier. Hier hatte ich dann sehr zufrieden. Geile Grafik, geiler Sound, geile Steuerung. Noch mehr Optik. Da hatte ich schon auf 7. Dann mach ich mal, mach ich 8 oder 9? Popo Pirat auf großer Fahrt. Ja, okay. Ja, Klassiker, ne? Ich mach mal... So, fand ich vorher auf 7 und die wollen noch mehr Optik. Was ist das nochmal? Action. Action muss eigentlich richtig optisch geil sein. Mach ich mal auf 9. Stärkere Optik. Dann mehr Atmosphäre. Atmosphäre hatte ich hier auf 6. Und hier auf 3. Also 3 war nicht richtig. 6 auch nicht. Also 4 oder 5. 4 oder 5.
Würde ich mal auf 5 machen, oder? Weil vorher wollten die mehr Optik haben. Stärkere Optik, nicht nur mehr, die wollten stärkere Optik. Okay, das ist okay. Und dann... Spieltief oder Einsteigerfreundlichkeit? Mehr Einsteigerfreundlich. Hatte ich hier auf 4. Und hier auf 7. 4 und 7. Hier war mehr Spieltiefe, also 7 war zu viel. Und hier mehr einsteigerfreundlich. 4 war zu wenig, also 5 oder 6. 5 oder 6. Mache ich mal auf 5, oder? Ich mach mal 5, ne? Das könnte ungefähr passen. Alter, ist das euer... Ach so, unendlich, 99. So viel haben wir gar nicht, ne? So, das ist Action, Rollenspiel, alles rein damit. Boah, das wird ewig dauern. 41 Gameplay-Features. Lenkrad brauchen wir nicht. Ach du dicke Kacke. Das Ding kostet jetzt schon 16 Millionen und wir haben noch gar keine Gameplay und so einen Scheiß mit richtig drin, ne? Uiuiui. Okay, ich starte die Entwicklung. Wie sieht's hier aus? Was wart ihr für ein Trupp? Musik und Sound, unsere 6 Sound Artists, dann kommt mal bitte mit. Es gibt Arbeit. Sound da rein, der Rest hier, die sind fast fertig. Okay, die kommen dann ein bisschen später dazu. Macht gar nichts. So, ich würde sagen, ihr macht mal das Bugfixing für den grauen Hexer. Ihr haut das Gameplay raus für den grauen Hexer. Das Spiel wird richtig teuer. Dann die Grafiken für den grauen Hexer. Und ihr macht den Sound für den grauen Hexer. Online. Wenn ich ein Spiel höre, wo dann hinten einfach angehangen ist, online, dann muss ich immer an was denken. Und zwar hatte sich in der Schule mal bei mir, glaube ich, ich glaube, das war in der Schule oder in der Ausbildung, ich bin mir nicht ganz sicher. Da hatte sich einer ein Lied runtergeladen. Nee, das war, glaube ich, jetzt schon während der Arbeit. Das war, glaube ich, ein Kollege von mir. Ich glaube, der hatte sich ein Lied, besorgt. Und da war quasi so eine Art Kopierschutz drüber gesprochen. Und dann hast du es abgespielt und dann kam zwischendurch immer Gays Online. Ich weiß aber nicht mehr, ob das jetzt, ob das jetzt hier war oder, oder in der Schule oder in der Ausbildung. Das ist schon länger her auf jeden Fall, aber das kam da immer rüber. Du hast das Lied dann gehört und mittendrin einfach Gays Online. Richtig geiler Kopierschutz. Ich meine aber, das war jetzt schon während der Arbeit. War interessant, aber da muss ich jetzt immer denken, wenn ich so Spieletitel lese wie, keine Ahnung, irgendwas, so wie was wir jetzt machen. Der graue Hexer Online. Dann habe ich das automatisch im Kopf. Gays Online. Oh Mann, ey. Hier ist was los. Aber ja, okay. Bisschen gestört, aber okay. So, pass auf. Jetzt, ich bin schon wieder unkonzentriert. So, pass auf. Ihr habt. Ihr habt auch. Ihr seid noch am Polischen. Das ist okay. Die Grafiken hier sind auch noch nicht ganz fertig. Das ist auch okay. Pass mal auf. Ihr langweilt euch. Deswegen macht ihr mal... Komm hier, wir machen nochmal eine Messe. Kostet nur 300.000, easy. So, wenn die mit ihren Ausbildungen hier fertig sind, dann können die auch weiterarbeiten. Ansonsten, hier ist alles zusammengeklöppelt, ne? Die sind nur noch, hier sind 2 am Polischen, die machen immer noch Bugfixing. Noch 83 Wochen, dann hauen wir Swarms auf alle Fälle raus und dann wahrscheinlich gleichzeitig noch den grauen Hexer online.
Nee, ich habe hier, also in dem Raum und in dem Raum, hier sind Programmierer und Grafikdesigner drin. Only. Aber du kannst, ich habe gestern rausgefunden, du kannst sehen, wer am besten in welchem Raum aufgehoben ist, indem du hier einfach, genau, nee, doch, hier. Guckst du Mitarbeiter in diesem Raum und dann steht hier oben, welche hier am effektivsten sind. Also in so einem Programmierbüro kannst du eigentlich alle reinschmeißen. Siehst du hier, Game Designer, Programmierer, Grafiker, Sound Artist. Geht alles rein, was keine Miete zahlt. Aber ich habe hier nur Grafiker, nur Game Designer und Programmierer drin, weil für Grafiker habe ich ein eigenes Studio und für die Sound Artists auch und für die Game Tester zwei. Einmal zum Bugfixen und einmal zum Gameplay machen, ne? Von daher, du kannst da alles wild durchwürfeln, ist völlig wurscht, die sind hier alle am effektivsten. Von daher ist das eigentlich egal. Und lass mich mal da gucken, 33,69 passt noch, 7,4 passt auch noch, 22,50 passt auch noch. Spiel läuft, Server, 7%, easy, wir haben fast, ja gut, wir haben jetzt über eine halbe Million, das ist okay. Den brauche ich noch nicht, wobei wir könnten, nee, wir warten erstmal ein bisschen. Marketing starten, wir sollten nicht direkt mit einer Entwicklung anfangen und dann erstmal kein Problem. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Wir sollten nicht mit der Entwicklung starten und dann direkt Marketing anfangen. Das ist dämlich. Habe ich denn jetzt alles? Die fehlen noch, die machen noch zu Ende. Habe ich jetzt schon fünfmal gesagt, glaube ich. Ja, dann haut mal rein. Aber wir können auch mal gucken, ne? Ja, hier, Programmierer. Game Testing. Zwei Stück. Ihr kauft. 3, 2 und da sitzen noch 6, 12. Wir brauchen insgesamt 24, das wären dann 12, 15, 17, 19. Okay, ich hier damit hin. Und da gibt es wieder Engine. Da hat wieder einer meine Engine gekauft. Sehr gut. Game Tester und dann brauchen wir noch ein paar Programmierer. Gibt schon wieder keine. Schade. Immer noch nicht. Wir brauchen einen ganzen Arschloch Programmierer noch. Hier brauchen wir noch hier insgesamt und hier noch 3 erstmal. Und dann gucken wir mal, wenn die komplett ausgelastet sind, wie schnell die sind. Ne? Wenn die natürlich zu langsam sind, dann. Ich habe ja Spielraum gelassen zum Ausbauen. Also. Ja, super. Also da kommt noch eine ganze Menge auf dich zu, wie du hier sehen kannst. Muss halt nur aufpassen. Also, ja, ich weiß nicht, kann man Spoiler nennen? Würde ich nicht sagen, aber. Wie man Dinge macht, muss man jetzt rausfinden. Hätte mal sehen sollen, wie ich hier bei der Produktion nachher stand, als ich das freigeschaltet habe, Alter. Ich habe erstmal alles angeklickt und irgendwann war ich völlig überfordert. Kurzzeitig, bis ich dann gerafft habe, wie das funktioniert, weil das Spiel sagt dir nicht, was du machen musst. Zumindest hier nicht, ne? Du baust das hin und dann, ja, mach mal. Viel Spaß. So, der graue Hexer online. Deine Programmierer haben Glück. Einige Bugmeldungen haben sich als falsch herausgestellt. Das spart uns eine Menge Zeit. Easy, lasst euch Zeit. Wir produzieren ja vor, dass wir genau in den Hype kommen. Weil wir als nächstes Action haben. So, hier gibt es wieder 42 Cent pro Spiel. Ja, bei 6% ist okay. Aber guck mal, die verkaufen gar nicht so viel. 18 Wochen war das Spiel nur im Verkauf. Das ist ja Billo. Mein gut, gegen unsere Programmierer-Armee kommt halt keiner an, ne? Guck mal hier, alles, das fast alles gehört hier uns. Also, ne, außer hier unten, da tummeln sich so unsere ersten Entwicklungen, sag ich mal. Weiß gar nicht, wer ist denn auf dem letzten Platz? Oh, hier unten. So, das waren so unsere ersten Gehversuche mit neuen Genres. Und dann nachher hier, Modern Racer 2 war schon bedeutend besser als der erste Teil. Flucht in die Karibik genauso. Könnten wir auch mal eine Vorzeit machen. Blaubart ging gut. Das Remastered war aber nicht so geil, glaube ich. Ne? Das hat nicht so gute Reviews gekriegt und auch nicht die Demo. Die Beta war auch nicht so geil. Danke fürs Followen. Jetzt weiß ich aber nicht, wer das war, weil. Wieso wird denn das nicht angezeigt? Was ist denn da los? Hallo? Eigentlich sollte das zu sehen sein. War das zu sehen? Nee, war nicht zu sehen, ne? Oh.
Heißt Technik. Jetzt habe ich das so eingebaut, dass ich das hören kann, aber jetzt sehe ich es nicht mehr. Warte, ich guck mal ganz schnell. Da. Nee, doch, da. Hoch, Quick. Danke, aber eigentlich sollte das angezeigt werden. Das ist, oder liegt das daran, weil, warte mal. Liegt das hier dran? Warte mal, ich lasse dich nochmal kurz durchlaufen. Jetzt. Oder habe ich nur drüber weggeguckt? Also auf alle Fälle, da bist du jetzt. Hallo. Schön, danke. Und das war merkwürdig. Doch, war zu sehen? Okay, habe ich nur übersehen. Bin ich doof. Entschuldigung, alles klar. Doppelt hält besser. Ja, ich habe hier, ich habe halt das Problem. Und das, ist jetzt tatsächlich heftige First World Problems. Ich habe das Problem, dadurch, dass ich hier mit drei PCs arbeite, ne, habe ich vorher nicht gehört, wenn jemand gefollowt hat. Habe ich vorher nicht gehört, wenn jemand gefollowt hat und musste mich darauf verlassen, dass ich da oben hingucke, um das zu sehen, weil da ist die Vorschau von dem Stream, die OBS-Vorschau. Und meistens habe ich das halt nicht gesehen. Und jetzt habe ich ein bisschen rumgefingert und jetzt höre ich es auch. Also ich höre jetzt auf dem Aufnahmerechner, wenn jemand followt. Und jetzt habe ich halt nur drüber weggeguckt, weil ich doof bin. Also funktioniert das doch alles gut. Muss ich halt nur ein bisschen, naja, war halt nicht so schwer, aber ist es immer für Personenbedarf überall da. Und das ist ja, wie gesagt, First World Problems. Ja, drei PCs. Einer zum Spielen. Ein heftiges Monster. Dann ein zum Aufnehmen für YouTube. Weil wenn ich zum Beispiel dahin gucke, dann sage ich, hallo YouTube. Weil da ist noch eine zweite Kamera für YouTube. Und eine zum Stream für Twitch. Da gucke ich dann da rein. Das Ganze ist hier mit, sieht man das? Nee, nicht richtig, glaube ich, ne? Guck mal, hier ist ein Mikro. Und hier auch noch, diese zwei schwarzen Buckel. Das sind zwei Mikros. Einer für Aufnahme, einer für Stream. Und vier Monitore. Und da oben hängt einer. Ich gucke manchmal da und manchmal da. Wenn ich da hingucke, ist das OBS für Streams. Und da OBS für YouTube-Aufnahmen. Und wenn ich da hingucke, Chat. Und da läuft nochmal der Stream quasi live nebenbei mit. Ohne Ton, um zu sehen, ob es auch so funktioniert. Ist halt, ne? Und das ist nicht so einfach, alles am Laufen zu halten. Sobald irgendwas ein Update bekommt, funktioniert einfach alles nicht mehr. Deswegen versuche ich immer so Windows-Updates. Die sind ja echt, also Windows-Updates sind echt Krebs. Wirklich, ist Krebs. Ist echt scheiße. Die hauen immer alles weg. Ich habe zum Beispiel das Problem, ich spiele in 4K. Ich nehme auch in 4K auf und für den Stream ist das Full HD, also 1080p. Und ich habe zum Beispiel das Problem, ich konnte mit meiner Grafikkarte 4K ohne Probleme verlustfrei aufnehmen. Und das ist echt was zu stemmen. Dann gab es irgendwo über die Hintertürchen von Windows wieder ein Update. Und dann ging das nicht mehr. Und jetzt habe ich 100 Jahre rumgefingert und jetzt habe ich anscheinend endlich eine Einstellung gefunden, wo ich wieder einigermaßen vernünftig mit aufnehmen kann. In 4K. Nee, tatsächlich, also okay, meine Frau ist nicht so begeistert davon, sag ich mal, weil das hat alles viel Geld gekostet, okay. Aber tatsächlich, wenn du in 4K aufnehmen und gleichzeitig streamen möchtest, dann ist das tatsächlich ein bisschen notwendig, ne? Oder du brauchst halt was richtig Heftiges. Aber mein Aufnahmerechner schafft nicht gleichzeitig aufzunehmen und zu streamen in 4K, weil der ist schon ein bisschen älter. Und mein Streaming-Rechner, der schafft das auch nicht, weil da ist eine Grafikkarte drin, die, das ist, glaube ich, eine RX 570 oder so heißen die, glaube ich. Irgendwie so ein Scheiß. Also auf alle Fälle eine AMD-Grafikkarte, eine ziemlich relativ alte. Weil ich habe auch munteres Grafikkartentauschen gemacht. Mein erster Rechner, mit dem habe ich nur aufgenommen. Dann konnte ich irgendwann mit dem aufnehmen und streamen. Da war eine Titan drin, Grafikkarte. Aber als dann alles immer anspruchsvoller wurde, ne, kam die so ein bisschen nicht mehr hinterher. Und dann habe ich mir
Und da ich ja auch noch schneiden muss, also ich habe noch einen vierten PC, so ist es nicht, der steht im Wohnzimmer. Da mache ich dann natürlich die Aufnahmearbeit, ne? Schneiden, kodieren, encodieren, rendern und was weiß ich nicht alles, um das für YouTube fertig zu machen und von da dann nochmal hochzuladen. Weil sonst würde das Setup hier 24 Stunden laufen. Das Ding ist aber, guck mal da hinten, ne? Da steht so ein Schrank. Das ist ein Kleiderschrank. Und da ist so ein Vorhang. Und wenn ich den hier beiseite mache oder du hier hinten um die Ecke guckst, guck mal, siehst du das? Da steht ein Bett. Das heißt, ich sitze hier im Schlafzimmer in der Ecke, weil wir in einer Dreizimmerwohnung wohnen und noch ein Kind haben. Das heißt, wir haben ein Wohnzimmer, wir haben ein Kinderzimmer und wir haben ein Schlafzimmer und ich habe hier eine kleine Ecke, wo ich aufnehmen kann. Relativ kompakt. Also, auf jeden Fall musste ich dann immer Grafikkarten hin und her tauschen. Dann habe ich mir irgendwann einen neuen Gaming-Rechner gekauft. Letztes Jahr. Da war dann eine 2070 Grafikkarte drin. Und dann fing ich an, in 4K wollte ich dann aufnehmen. Da hat die aber auch nicht mehr gereicht. Dann habe ich die Titan aus meinem ersten Gaming-Rechner ausgebaut, in den Render-PC eingebaut, damit ich schneller bearbeiten kann und damit das schneller durchläuft beim Encoden heißt das eigentlich richtig. Ne, Rendern ist, glaube ich, falsch. Beim Encoden, weil die ist ein bisschen fixer, weil die ordentlich Grafikspeicher hat. Dann habe ich die Grafikkarte aus dem Rechner habe ich in den Streaming-Rechner eingebaut. Das wird ein bisschen komplizierter. Dann habe ich die Grafikkarte aus dem in den Streaming-Rechner eingebaut. Streame aber über die CPU, weil da ist ein i9 9900K, glaube ich, ist das da drinne. Die Grafikkarte ist nur dafür da, um vernünftigen, sag ich mal, Bildvorlauf zu haben hier. Und dann habe ich in dem Aufnahmerechner ist die 2070 drinne. Und dann habe ich mir vor kurzem noch einen neuen Gaming-PC gekauft, damit ich auch wieder spielen kann. Mit einer 3090 und einem, ich glaube, i9 10900K. Also es ist mittlerweile, ich weiß selber nicht mehr so genau, was ich wo drin habe. Nur so ungefähr. Ja, dann halt wie gesagt vier Monitore. Ne? Und der zwei 4K-Monitore, zwei 1080p in Hochkant, einmal Chat, einmal Stream-Vorschau auf Twitch, direkt live. Dann einmal vor mir direkt hier unten spiele ich. Wenn ich da angucke, gucke ich aufs Spiel. Und wenn ich da oben hingucke, das ist gesplittet. Da gehen zwei Rechner ran an den. Der hat zum Glück die Funktion, ich glaube, die nennt sich Picture by Picture. Da kannst du dann zwei Quellen gleichzeitig also zwei zum Beispiel HDMI-Eingänge, wenn da was angeschlossen ist, kannst du gleichzeitig auf dem Bildschirm anzeigen lassen als Split-Screen. So. Und ich habe hier auch drei Tastaturen, zwei Mäuse und auch nur zwei Mäuse, weil auf einer Tastatur ist ein Mauspad drauf. Was habe ich noch? Stream Deck. Ja, Kamera mit Stativ. Irgendwo da hinten steht so eine olle Leselampe, die so ein bisschen Beleuchtung für sorgt. Und das war alles sehr teuer. Ich habe tatsächlich angefangen mit einem 600-Euro-PC vor 7 Jahren, irgendwie so um den Dreh, glaube ich. Oder vor 4, 5, 6 oder 7 Jahren, irgendwie so. Damit habe ich angefangen, weil ich mir damals dachte, wenn du sowieso spielst, dann kannst du auch gleichzeitig aufnehmen. Und irgendwann dachte ich mir so, wenn du aufnimmst, kannst du eigentlich auch streamen. Ja, und jetzt will ich halt alles. Also YouTube ist eigentlich gaming-technisch tot. Ich kann mal eigentlich nebenbei weiterspielen, ne? Elgato, dieses normale kleine mit 2, 4, 5, 10, 15 Tasten drauf. Elgato Stream Deck. Auf jeden Fall dachte ich mir, dann kannst du auch gleichzeitig streamen. Und YouTube ist halt nur noch so ein bisschen, ich sag mal so, der YouTube-Kanal existiert und er wird versorgt, aber nicht so, wie ich das am Anfang gemacht habe, weil das Hauptaugenmerk liegt halt eindeutig auf Twitch und auf Streams.